Begeisterung bei der Weltpremiere von Iron Man 2 in Los Angeles. Robert Downey Jr. alias Iron Man Tony Stark ist zurück. Für den zweiten Teil der von Audi gesponserten Actionkomödie haben sich Robert Downey Jr. und Regisseur Jon Favreau noch Mickey Rourke ins Boot geholt. Der 57-Jährige spielt Whiplash, einen russischen Kriminellen, der für Iron Man zum gefährlichen Gegner wird. Ich kann hier sitzen und zusehen, wie die Welt dich verschlingt. Wir brauchten jemanden, der in kürzester Zeit schauspielerisch vermitteln kann, dass Iron Man echt in Schwierigkeiten steckt. Wir wollten unbedingt Mickey für die Rolle. Als er dann mit Robert zusammen auf Promotour für den Film Tropic Thunder war, hat Robert, glaube ich, in jeder freien Minute versucht, ihn zu überzeugen, die Rolle zu übernehmen. Ich habe echt auf dich eingeredet, das war schon fast peinlich. Ich habe dich quasi in der Öffentlichkeit angebettelt. Und es war super, ich habe mit tollen Leuten zusammengearbeitet und er hier ist echt entspannt. Wir hatten eine Menge Spaß. Und noch ein Hollywood-Star ist bei Iron Man 2 neu mit an Bord. Scarlett Johansson ist die Undercover-Agentin Black Widow. So eine will ich. Nein. A girl, you know, swinging around by her ankles in a catsuit. Ein Mädchen, die in ihrem Catsuit herumspringt, wirkt zwar in erster Linie sexy, aber Fakt ist, dass diese Frau intelligent, ehrgeizig und motiviert ist. Und das spricht Frauen an. So ist es nicht nur ein Film für 15-jährige Jungs. Iron Man 2 hat für beide Geschlechter einige Hingucker. Auch als neuer Star in einer Hauptrolle dabei, der Audi R8 Spider. Und deshalb darf der 525 PS starke Roadster bei der Premiere natürlich nicht fehlen. Die Leute schauen ihn sich gern an, er sieht einfach cool aus. Im ersten Teil hatte Tony ja schon einen R8, jetzt hat er die offene Version, das passt sehr gut zu ihm. Es ist das coolste Auto, das ich je gefahren bin. Trotz coolem Auftritt kommt Iron Man im zweiten Teil der Actionkomödie in große Schwierigkeiten. Denn er hat es mit mächtigen Gegnern zu tun, allen voran Mickey Rourke alias Whiplash. Wenn du Gott zum Bluten bringst, glauben die Menschen nicht mehr an ihn. Da wird das Wasser voller Blut sein. Iron Man vs. Whiplash. Wer wird den Kampf gewinnen? Das sehen Sie ab jetzt im Kino. Ich weiß genau, was ich tue. Ups!